Wir sind jetzt bei uns im Wald. Da haben wir die Fichte, einen Fichtenbaum. Da sieht man die hellgrünen Triebe. Es gibt ein ganz gutes Sprichwort, wie man Fichte und Tanne unterscheiden kann. Was tust du, Laurenz? Fichte stich, Tanne nicht. Genau. Ihr dürft auf keinen Fall Eiben verwenden, die werden giftig. Eiben haben so rote Beeren. Junge Fichten und Tannentriebe enthalten viel Vitamin C und sie haben eine schleimlösende Wirkung. Dieser Honig ist also auch ein tolles Hausmittel bei Erkältung. Auf niedriger Hitze köcheln, bis die Flüssigkeit sirupartig wird. Das dauert ca. 2 Stunden. Dazu kannst du ab und zu einen Geliertest machen, indem du einige Tropfen Fichtenspitzenhonig auf einen kalten Teller gibst. Zieht der Honig Fäden und ist zäh genug, ist er fertig. Der Fichtenspitzenhonig schmeckt nicht nur super lecker auf Obstsalat, sondern auch auf Brot, im Tee oder in Dressings. Ha 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 ha